jetzt angucken? Nein, aber der Typ. Ich denke, er hat es verdient. Vermutlich. Kann ich mit dem reden? Nein. Benutzen. Unnötige Gewaltanwendung ist mein Spezialgebiet. Du bist ein liebenswerter Bengel, Max. Ja, sehr liebenswert. Gut, dann gehen wir mal nach unten jetzt, aber wirklich. Okay, eine Katze, die sehr lustig aussieht. Igitt, eine niedliche, schilddrüsenkranke Katze. Ich nenne sie Fäustling, denn man könnte ein flauschiges Paar aus ihr machen. Ja, aber, naja, süß ist das nicht unbedingt. Vielleicht ein bisschen. Kann ich mit der reden? Hey, du da, kleiner Kerl. Sprichst du mit mir? Oh, interessante Stimme. Vielleicht. Bist du ein raffiniert verkleideter Kontaktmann? Vielleicht. Seid ihr die Freelance Police? Ja, aber erzähl es nicht jedem weiter. Ich finde ihn niedlich, Sam. Darf ich meinen Tennisschläger mit seinen Barthaaren bespannen? Vielleicht später, Max. Jetzt brauchen wir erst einmal die Anweisungen des Commissioners. Oh ja, richtig. Entschuldigt, Jungs. Ich habe die Anweisung sicherheitshalber verschluckt, aber ich kann sie nicht wieder hochwürgen. Ja, das ist schlecht. Ich wollte doch noch mehr mit ihm reden. Hey, du da, kleiner Kerl. Sprichst du mit mir? Werd bloß nicht pampig, sonst wird mein Partner mit deinem räudigen Fell meine Winterjacke ausbessern. Das ist unhygienisch und außerdem Frauenarbeit, Sam. Ja, das sind schöne Kommentare. Hey, du da, kleiner Kerl. Sprichst du mit mir? Dein Kopf ist beunruhigend unproportional zu deinem Körper. Das stimmt. Das sind die Stimmbänder. Ihr würdet staunen, wie viel Platz sie brauchen. Ah ja, okay. Kann ich den denn nehmen? Ich fasse dieses Kätzchen nicht an. Wer weiß, wo er sich rumgetrieben hat. Ja, auch wieder wahr. Vielleicht benutzt. Ich benutze nicht wahllos irgendwelche Leute. Nur Max. Ja, dann tun wir doch das mal, Max. Mit Katze. Ich würde dieses Vieh gerne einmal umstülpen. Oh, das bringt mich auf eine Idee. Ja. In den Anweisungen steht, dass merkwürdige Sachen auf der Kirmes geschehen. Und ich dachte immer, das gehört dazu. Vielleicht sollten wir vorbeischauen, wenn wir nichts Besseres zu tun haben. So wie jetzt zum Beispiel. Tja, dann war die Katze wirklich der Kontaktmann, der draußen auf uns warten sollte. Okay, aber ich denke, wir schauen uns hier nochmal alles an, bevor wir losfahren. Fahrzeuge werden gestohlen. Naja, gut, dass es schon mal da steht. Einbahnstraße. Naja, ein bisschen Englisch kann ich auch, ja. Ich glaube, das ist eine Tür. Eine Tür? Bist du dir sicher? Naja, du musst es ja wissen. Schmuddelige Büroräume zu vermieten. Oh ja. Auto. Ich liebe dieses Auto. Du bist ein kranker Schnösel, Sam. Was gibt es hier? Wahrscheinlich Waffen und Babynuts? Okay. Boscos Waffen, Spirituosen, Babyzubehör. Das ist eine interessante Mischung, aber okay. Nur ein paar besoffene Tauben. Habe ich auch noch nicht gesehen, aber... lustig. Ich liebe ja, dieses das kenne ich schon. Kann ich das irgendwie überspringen? Du bist ein kranker Schnösel, Sam. Du nicht, naja. Jemand hat den Briefkasten geknackt. Das ist aber unerhört. Man sollte die Polizei rufen. Oder, naja. Wirklich schlechtes Essen. Okay, da gehen wir demnächst essen. Kann ich denn eigentlich Max mit allem benutzen? Ich glaube nicht. Hey, lauf nicht weg. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Okay, was ist mit dem Inventar? Vermutlich. Ich will nicht... Das ist ein Schwarzlicht. Ach was. Das ist mehr Geld, als wir je gebrauchen werden. Okay. Sollte das ja reichen. Das sind die Anweisungen unseres Commissioners, die besagen, dass wir hurtigst zur Kirmes fahren sollen.
Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Gut, dann fahren wir jetzt hurtig zur Kirmes. Ja, benutzen wir mal das Auto. Los geht's. Yeah. Jetzt hier diese coole Karte. Aber da kann man noch überall nicht hin, glaube ich. Gehen wir mal zum Zirkus. Oder Jahrmarkt. Verdammt und zugenäht, er ist nicht hier. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir zum Bus zurück und suchen ihn, du Idiot. Ich wusste das. Geht Mr. Bumpus aus dem Weg, ihr halbnacktes Gesindel. Wer war das? Ich weiß nicht, aber würde die sorglose Atmosphäre der Kirmes nicht mein Gemüt besänftigen, hätte ich ihm seine Kniescheiben gebrochen. Du bist das Teufels Zahnweh, Max. Schöne Zirkusmusik hier. Gucken wir uns erstmal um. Die Cashman-Brüder-Shows. Tja, leider geschlossen. Was gibt's hier? Kuriositätenausstellung. Weird and creepy. Das ist Max. So, ja, tut mir leid. Stop! Stop! Okay, der will uns, glaube ich, nicht durchlassen. Auch gut. Kann ich den benutzen? Er ist nicht mein Typ. Okay, meiner auch nicht. Fragen wir ihn nochmal was. Wieso halten Sie uns auf? Tut mir leid, Jungs. Aber wir haben geschlossen. Ich kann euch nicht reinlassen. Versicherungsgründe. Ihr wisst schon. Ah ja, warum haben die dann nicht hier diese Vorhang geschlossen, damit man nicht reinkommt? Naja. Lassen Sie uns rein, Sie Benzingurgler. Nichts zu machen. Blöd, Mann. Ich will Popcorn. Ihr müsst schon einen besseren Grund haben, damit ich euch passieren lasse. Also ich fand den Grund gut. Wer waren diese Neandertaler am Eingang? Was für Neandertaler? Der Kurze mit dem peinlichen Haarteil und der Lange mit den dunklen, unerbittlichen Augen. Hey, ich arbeite hier nur. Sonst noch was? Na gut. Wir kommen wieder, keine Frage. Ich kann es kaum erwarten. Da, vielleicht kann ich dem ja was anbieten. Benutze das. Kann ich? Ich glaube nicht, dass er das möchte. Na gut, dann vielleicht Geld? Ich meine, wer möchte kein Geld? Ich nehme mal an, Sie akzeptieren diesen netten Bestechungsversuch nicht, richtig? Nicht von dir, Fusselhirn! Wie tief ist dieses Land gesunken, wenn man mit US-Dollar nicht mal einen heruntergekommenen Feuerschlucker schmieren kann? Ich gebe dem Fernsehen die Schuld. Schade, ich dachte, das würde funktionieren. Ich glaube, das will der auch nicht haben. Probieren Sie es mal hier mit. Wir sind die Freelance Police. Wir sind berechtigt, hier zu sein. Nun lass uns endlich rein, sonst ersetzen wir dich durch einen billigen, nachfüllbaren Flammenwerfer. Lasst mich dies erstmal dem Boss zeigen. Hat er das jetzt verbrannt? Idiot. Ich glaube, ihr könnt rein. Aber seid vorsichtig. Eine Kirmes kann voller Gefahren stecken. Na geht doch, können wir jetzt reingehen? Das war unnötig rätselhaft. Ich würde mir in meine Hosen machen, wenn ich welche hätte. Oh, jetzt konnte ich mich gar nicht raus umschauen. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Sam, schau nur dort drüben! Wie konntest du nur die Behörden benachrichtigen, ohne mich zu informieren? Ich habe versucht, mit dir zu sprechen, aber du hast dich wieder in Selbstmitleid gewunden. Ja, aber... Da sind sie. Hi, ich bin Shep Cashman und dies ist mein Bruder Burl. Willkommen auf unserer Kirmes. Was davon übrig blieb? Ich bin Sam, er ist Max. Wir beschützen mit Inbrunst die Rechte der Unschuldigen. Auch so grausam Entstellte, wie ihr es seid. Du, was auch immer. Nun, ihr seht wie die Kerle aus, die unser kleines Problem lösen könnten. Folgt mir. Seht ihr diesen geschmolzenen Eisblock? Wie könnten wir den übersehen? Es war unsere Hauptattraktion. Eure Hauptattraktion war ein Eisblock? Red kein dummes Zeug.
Unsere Hauptattraktion war ein waschechter, authentischer, lebensgroßer Yeti in Eis. Darf ich mal zusammenfassen? Sie wollen, dass wir das ganze Land durchstreifen auf der Suche nach einem durchnässten Yeti? Davon bekomme ich womöglich Blasen an meinen zarten Läufen. Aber wir müssen Bruno zurückhaben. Er ist eine brutale, ignorante Bestie. Ohne Sinn für Gut und Böse. Hey, wer ist das nicht? Außerdem hat er unsere zweite Hauptattraktion gekidnappt. Den Eisblock? Nein, Trixie. Das Mädchen mit dem Giraffenhals aus Cranton. Sie verschwand zur selben Zeit wie Bruno. Wir gehen davon aus, dass das Monster sie bei seiner Flucht mitgenommen hat. Max und ich werden nach euren verschwundenen Attraktionen suchen. Aber wir müssen uns frei auf der Kirmes bewegen können. Spuren sichern. Ja, und Popcorn ohne Ende, bis wir uns übergeben müssen. Kein Problem. Hier ist ein Tagesticket. Überlasst nun alles uns. Und wir bringen diese Abnormitäten der Natur zurück in eure Obhut, bevor ihr den Koran gelesen habt. Hat er nicht mit Godzilla gekämpft? Ja, das ist ja schon mal interessant. Jetzt müssen wir wenigstens danach besuchen.